Was für ein Anblick. Das wird sogar immer besser. Da ist er, der Marco Lorenz. Herzlich willkommen zu täglich 1, eine neue Ausgabe hier auf meinen Autschen, auf meinem YouTube-Kanal. Vegetarisch am Wäscheständer. Hat man auch nicht gedacht. Ja, herzlich willkommen wieder mal aus unserem Garten. Heute erstmal die letzte Folge aus dem Garten. Nicht jetzt, dass ich jetzt im Garten fähig bin und sowas oder irgendwas anderes, sondern quasi morgen heißt es für mich Homeoffice. Wir müssen da einige Sachen noch bearbeiten und dann Videos schneiden und fertig machen noch. Und deswegen gesagt, heute nochmal ausnutzen, letzter Tag. Morgen ist mein Kind nämlich zu Hause, meine kleine Tochter. Das heißt, ich kann morgen sogar ein bisschen ausschlafen. Meine Haare sind nicht mehr, wie immer, sind widrig, bis wir vorwarten. Meine Tochter hat morgen frei, die kleine Tochter. Das heißt, ich kann morgen früh ausschlafen. Das heißt, ich kann morgen mir einen wunderschönen Homeoffice-Tag machen. Also quasi Dokumente fertig machen. Mit Glück meine Steuererklärung. Da fehlt mir noch von der Elster noch dieses Verifizierungsdatei. Irgendeine komische Datei fehlt mir noch. Mal jetzt abgelaufen. Muss mir neu anfordern. Das heißt, Steuer ist fertig, aber ich kann sie im Moment nicht abschicken digital. Ärgerlich ein bisschen. Was habe ich jetzt alles über mir im Garten noch vor? Also heute nicht alles, ist klar. Aber ich habe jetzt einmal als primäres Ziel gesetzt von Arte Projekte, die noch offen sind, erstmal zu beenden. Oh, schwierig genug. Also ein Projekt kommt auf jeden Fall noch, was wir demnächst machen werden müssen. Jetzt nämlich hier auf unserer Terrasse. Da haben wir nämlich keinen Sonnenschutz mehr, weil der Sonnenschirm ist ja bekanntlich abgeknickt. Und da haben wir uns jetzt quasi was Neues bestellt. Das muss ja nochmal montiert werden. Ist von Art eine Flachmontage. Mal sehen, wie viele Leute sich da in den Kopf stoßen werden oder auch nicht. Wir haben uns jetzt von Art ein Sonnenschutznetz nach Maß bestellt, wo man quasi je nachdem, wie das Wetter ist, ne? Scheint Hochsommer 30 Grad, machst du da oben zu, schiebst du einfach zu, ist es draußen, also für heute einigermaßen frisch, lässt da oben auf, mit ein bisschen Sonne reinkommt, mit ein bisschen Wärme hast, ja. Es wird von Art ein flexibles Sonnendach sein, was über Drahtschnur hin und her schiebbar ist, damit man sich je nach Wetter anpassen kann. Dann auf jeden Fall Projekte, die ich noch beenden muss. Ich habe in meinem Garten so viele Projekte eigentlich angefangen und komme nicht wirklich hinterher, weil es halt so viele Projekte sind. Hier jetzt zum Beispiel ein Gartenhaus. Da will ich versuchen, heute noch bald zu gehen, gucken, ob ich schaffe. Ist nochmal geplant, einen Teppich zu verlegen. Ihr seht von Arte, wir haben ja so ein Stückwerk hier. Wir haben diese grünen Teppiche liegen. Ja, hinten in unserem Badezimmer liegt fast kein Teppich. Können wir mal reingehen? Ja, hier ist noch. Bald haben wir noch einen Ausbau. Licht, Dankeschön. Ja, ist noch von Arte so Stückwerk, Teppich. Ja, ist noch geplatzt, alles neu zu verlegen. Wir haben nämlich Teppich schon seit, was, seit fast einem Jahr bereits schon hier im Garten stehen. Draußen mal gefunden. Hier in unserer Schuppen 2.0. Da hinten ist ein Ergäser. Ja, diesen Teppich, den wollte ich gerne im Gartenhaus gerne rein verlegen. Bin nicht zugekommen. Also, Teppich verlegen. Projekt 1, was gemacht werden muss noch. Hier mittlerweile hat meine Frau wunderbar gemacht. Das ist unsere Schuppen 2.0 Wand mittlerweile am Blühen. Wunderbar. Dann ist noch ein Projekt offen in der Küche, nicht, aber im Haus. Im Haus. Im Haus. Ihr seht ja da, ich mache die Kamera mit 18 mal so. Unsere graue Wand. Ja, unsere schöne Wohnwand, wo man denkt, ach, was für ein geiles Gartenhaus. Dreht man die Kamera weiter, sieht man mal, okay, und da hört es auf mit der schönen grauen Wand. Das heißt, auch ein Projekt, was wir schon vor uns hinschieben die ganze Zeit, ist von Arte, diese Wand fertigzustellen. Ich wollte die ganze Wand einmal verkleiden, damit wir eine ebene Wand haben. Ja, weil hier haben wir diese Strukturrillen drin, ja, und da ist dann von Arte eben. Das wollten wir die ganzen Wände durchziehen, damit das Gartenhaus auch ein bisschen isolierter ist, mehr aussieht wie ein Wohnhaus, aber nur optisch ist als Holz. Ja, genauso wollten wir auch, da habe ich auch schon teilweise Material hinten liegen, teilweise. Können wir auch mal zeigen. Ja, also das ist noch geplant, die Wand fertigstellen, den haben wir noch hinterm Gartenhaus schon mal was liegen. Konnte ich mal günstig mir mal besorgen. Das ist nämlich, sieht man jetzt aber ganz, ganz schlecht hier hinten. Da hinten. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen den Berg, der vorne liegt. Ja? Da vorne liegt so ein Berg. Das ist Dämmmaterial. Günstig geschossen, hat jemand Überschuss gehabt. Und ich habe gesagt, okay, gut, ich nehme den Überschuss mit. Wir wollten nämlich noch im Gartenhaus, weil wir haben ja hier oben einfach nur eine Holzplanke.
Das Dach. Ja, wortwörtlich. Da ist nichts mehr zwischen. Hier ist direkt Dachpappe drauf und dann kommt quasi unser Holz und dann war es schon gewesen. Und da wollte ich noch quasi einmal eine Schicht reinbringen zur Dämmung. Zur Dämmung. Erstens im Winter nicht so kalt, zweitens im Sommer nicht so warm. Eine Dämmung ist geplant, die einzubauen. Holzbretter sind schon da, die ich hier ransetzen kann, damit die Dämmung reingelegt werden kann. Der muss von außen noch verschallt werden, glaube ich, also verpackt werden. Ist theoretisch alles schon in Planung oder auch schon fast alles da, aber ja, zu viele Projekte. Ja, dafür haben wir gesagt, ich muss mal Stück für Stück mal beigehen, meine Projekte dann zu beenden. Angefangen ist ja mit dem Teppich hier, heute vielleicht mal gucken, was ich dabei kommen werde. Weil unser Badezimmer, wie eben ja schon gezeigt hier vorne, ist ja auch noch alles Rohbau. Ja, ihr seht hier mal wie eine schon mal erstellte Wand. Dafür habe ich auch fast ein ganzes Jahr gebraucht, um die kleine Wand zu erstellen. Da eine Wand und da eine Wand. Quasi die Abtrennung zu unserer Elektronik ist das hier. Ne? Ich stehe jetzt hier quasi im Badezimmer und hier hinter ist unser Elektronikbereich, ja, wo quasi die ganzen Solarzellen, Power reinlaufen und so weiter. Ja, also diese ganze Wand sollte noch genauso wie die da hinten, ne, so ein Holzbrett vorkriegen, großes. Ja, damit das Ganze auch ein bisschen schicker wirkt. Ich habe sogar schon zu Hause fürs Badezimmer, obwohl ich doch längst nicht so weit bin, schon Fliesen liegen, damit das Badezimmer auch wirkt wie ein Badezimmer. Na, ihr seht die ganzen losen Kabel hier im Keller liegen noch. Also von da ist noch genug Arbeit da. Aber ich komme halt nicht dazu. Man, das, die Kabelschacht hätte ich da. Also das wäre jetzt kein Problem. Na, mal gucken. Ihr seht, viel Arbeit noch. Viel Arbeit noch, die ich hier nach und nach aufbringen muss. Genauso. Was auch noch geplant ist. Und da ist auch eine Sache bei, die ich vielleicht jetzt als Erstes machen werde, obwohl das Wetter nicht ganz so doll ist, aber ist egal. Hier vorne unser draußen, unser Wegebereich. Ich habe schon mal die nächsten 84 Steine da liegen. Hier muss so alles gepflastert werden, bis da vorne hoch noch nicht zugekommen, weil ja, man muss die Steine wieder ankaufen, dann muss man wieder herfahren, rausschleppen und dann wieder verlegen und so weiter. Alles Arbeit. Die man gerne so hinschiebt im Motto, es muss gemacht werden, muss. Aber wenn es keiner macht, macht es ja keiner. Ja? Dann haben wir vorne ja unseren Pool. Da haben wir letztes Mal schon angesprochen von Arthur, dass wir über einen Teichfilter, der da unten drin sitzt, unseren Pool reinigen lassen. Ja? Weil der Teichfilter schafft um die, jetzt muss ich lügen, ich glaube 5000 Liter pro Stunde oder sowas, einmal zu durchwälzen. Ja, dann läuft es quasi den kleinen Filter. Normalerweise haben wir einen größeren Filter im Hintergrund, den muss ich auch noch ein bisschen bearbeiten, weil der lässt Wasser. Schwer zu erklären, muss ich mal erklären, wenn es soweit ist. Zumindest ist immer geplant, diesen Filter, der ist da drin sitzt, den an der Poolwand mit Hilfe einer Poolnudel zu fixieren, weil jedes Mal, wenn man im Pool drumher tobt, regt sich auch dieser Filter und man stößt immer gegen den Fuß und das tut weh. Ich habe auch noch keine Alternative mir ausgedacht, also indirekt im Kopf schon, wie man den Filter komplett rausnehmen könnte aus dem Wasser, weil der Filter muss im Wasser drin bleiben, ist ja schließlich ein Teichfilter. Ja, der saugt das Wasser ja direkt rein. Also ich müsste theoretisch gesehen, um das alles zu exportieren, müsste ich, gehen wir es mal rein in die Anlage, theoretisch das Wasser über diesen Schlauch, der jetzt hier tot ist, der liegt hier auch hier dran, hier raussaugen lassen, in einen Eimer reinfahren lassen, meinetwegen, ja, wo denn der Filter drin sitzt, davon hat er dann so ein Vakuum erzeugt, damit Wasser immer fließt, 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 und quasi so könnten wir den Filter rauskriegen. Von theoretischen her. Praktischen her reicht das so, das wird immer angeklebt, denn haben wir da auch etwas an Sicherheit. Was auch noch neu ist, ein Projekt, was ich aber jetzt erst eröffnet habe bei mir im Garten, ist hier hinten der Bereich zu meinen Schuppen. Ja, ich habe hier noch so Steine, Restesteine da und da vorne ist der Rasen eh schon abgelatscht bei der Tür. Ich wollte den Bereich pflastern mit den Reststeinen. Da Pflasterarbeiten, da hinten, hier vorne Pflasterarbeiten. Ihr merkt, es fehlt so ein bisschen so der Eigenantrieb, die Motivation und auch die Zeit, weil die Pflasterarbeiten dauern ja auch ein bisschen. Hier wollten wir auch noch was Neues bauen, aber das kommt später erst, weil der Bereich ist im Sommer auch immer wieder trocken. Jetzt ist er noch grün. Im Hochsommer ist es alles trocken. Sieht auch scheiße aus. Habe schon mal aus meiner Frau gesagt, dann kommt aus dem Schuppen 2.0 die ganzen Auflagen für die Hollywood-Schaukel und so weiter. Kommen dann hier hin in so einen separaten Kasten, den man auch überdachen kann, wo man quasi sagen kann, wir nutzen das Wasser, entweder fangen es direkt auf oder damit es direkt wieder am Boden wieder rein kann. Ja, also, ihr seht, wir kommen nicht wirklich vorwärts. Ich könnte mich vorwärts, aber ich werde mir trotzdem jetzt gleich meine Badehose anziehen.
Und dann schon mal ausmessen, wie viel Schnur, wie viel Poolnudel ich brauche, damit ich den Filter am Rand des Pools befestigen kann, aber trotzdem noch so flexibel lasse, dass ich ihn rausnehmen kann, wenn ich den Filter muss man reinigen muss, weil da muss man natürlich auch reinigen, den Filter. Ja, ihr merkt, man hat es nicht leicht, ne? Man hat es nicht leicht. Und da habe ich noch den Zeitdruck dabei, weil meine Tochter, die Kleine, ist heute wieder Mittagskind, das heißt, ich habe jetzt nur noch knapp so anderthalb Stunden, dann muss ich mir los mein kleines Kind vom Kindergarten abholen. Da bin ich froh, nächste Woche wieder in einer anderen Schicht zu arbeiten. Da habe ich mich Frühschicht, habe ich früher Feierabend, habe den ganzen Nachmittag Zeit. Jetzt von Arte, das heißt begrenzt, erst dann muss die Uhr so hinter mir. Jetzt muss ich ja von Arte, jetzt stehe ich hier morgens um 6 Uhr auf, ja, um 7 circa steht das Kind spätestens auf. Gegen 8 Uhr muss Kind im Kindergarten sein und dann läuft die Zeit 9, 10, 11. Und dann muss ich wieder los Kind holen. Ne? Wenn ich beispielsweise nächste Woche, da habe ich um 11.30 Uhr Feierabend und habe dann theoretisch gesehen, ne, 12. Also nehmen wir mal an, ich habe 11 Uhr Feierabend. Ne? Mein Kind ist schon zu Hause, hat meine Frau dann dementsprechend geholt, dann habe ich quasi Zeit von 11 bis 12, eine Stunde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 Stunden lang im Garten zu werkeln, je nachdem, wie motiviert ich bin. Ja, das ist ein ganz anderer Zeitraum, als wenn man nur 2, 3 Stunden Zeit hat. Deswegen glaube ich auch so sehr, wenn wir es schaffen sollten, gemeinsam die Abonnentenzahl so hoch zu treiben, dass ich mich für einen Job entscheiden kann, beziehungsweise für einen Job entscheiden muss, womit ich dann quasi auch mehr Videos erstellen kann. Apropos Videos erstellen, wir haben ja gestern schon mal gezeigt, die Solarpumpe hier. Und wir haben da so einen kleinen Auslaufschutz noch hinten einmontiert bei der Solarpumpe. Solarpumpe? Bei der Solardusche hier. Gestern ja gefilmt, schon mal den Aufbau. Das ganze Video kommt demnächst auf YouTube. Und hinten haben wir noch mal kurz so einen Auslaufschutz rangebaut. Ja, damit das Wasser, was drin steht, jetzt nicht rauslaufen kann. Ja, es läuft ja theoretisch trotzdem nicht raus, aber das Ding ist ja jetzt befüllt mit Wasser aktuell. Ja, das Wasser kann sich aufwärmen und so weiter, ist alles kein Problem. Da ist ein doll wackeln, wird nass. Ja, und das ist von Arte jetzt so der Gedanke von Arte, damit das Ding nicht auslaufen kann. Ich muss nochmal nachbefestigen, weil es wird ja empfohlen, das ganze Teil einzubetonieren. Habe ich nicht gemacht, weil ich habe keinen Beton hier gehabt. Das war zu spontan gewesen. Da war schon gestern das Duschen auch schon sehr spontan gewesen. Aber ich muss die ganzen Schrauben nochmal nachziehen, nochmal kurz, weil im Moment bei der Stein unten ist ziemlich lose. Die eine Schraube kriege ich nicht weiter rein. Ich werde mir so, habe ich jetzt leider auch kein Beispiel mehr liegen, aber es gibt so Gewindestangen, heißen Dinger. Es gibt so Gewindestangen, die haben wir beispielsweise auch hier drin verarbeitet, in unserer Hollywood-Schaukel. Die sind so einen halben Meter lang. Die werde ich im Boden reintreiben und dann davon hat er mit einer Mutter dann quasi mal neu fixieren, damit ihr auch bei richtigem Wind stehen bleibt. Ja? So ein Projekt nebenbei. Wovon es noch ein Video geben wird, was wir auf jeden Fall noch produzieren werden nochmal, ist von diesen komischen Bällen hier. Habe ich ja schon mal, glaube ich, schon mal gezeigt. Das sind so modernere Art der Wasserbälle. Und hier auch ganz neu von der Firma Parkside. Deswegen auch noch eingepackt, noch nicht benutzt und so weiter. Da kommt vielleicht morgen ein Video drüber, muss ich gucken. Ah nee, morgen bin ich jetzt zu Hause, morgen Homeoffice. Das ist eine, wie auch schon drauf steht, Akkukompressor und Luftpumpe. Ja? Habe ich mir gegönnt, weil wieder unsere alte Pumpe ist bei meiner Frau ihr Fahrrad verreckt. Deswegen braucht man eine neue Pumpe. Habe ich mal einen mit Akku besorgt von der Firma Parkside, von Niedler. Weil die 12 Volt Technik habe ich ja schon allgemein bei mir. Mit Rasenmäher, Rasentrümmer, Heckenschere, ist alles über diese X20 Familie. Ein Akku, ein großes System, finde ich richtig genial. Ja, also. Was soll ich sagen? Wenn das Wetter heute noch schöner wäre, wäre es noch schöner, aber es soll sogar noch bewölkter werden. Dann passt es ganz gut, dass ich morgen Homeoffice mache. Müssen wir mal den Baum schneiden. Wir haben jetzt einen ganz komischen Baum stehen. Mit so einem ganz langen Viechern dran. Jedes Mal fällt was davon im Pool rein. Auch noch ein Plan, den Pool zu überdachen. Quasi, da wollte ich so ein Rondell bauen und das Ganze verdachen, damit erstmal ein bisschen windgeschützter ist der Pool und auch ein bisschen schmutzgeschützter ist. Ihr seht, viel Arbeit. Ja,
Wer uns auch gerne unterstützen mag bei der Arbeit, gerne kostenlos ein Abo da lassen, kostenlos liken oder auch uns finanziell unterstützen. Unter PayPal ist auch möglich. Alle die Möglichkeiten, sogar ein separates Forum. Alles in der Videobeschreibung hier unter. Also, ich werde es weiterarbeiten im Garten, noch gucken, wann ich hier komme und werde euch dann darüber berichten. Beim nächsten Ticket 1. Also, abonnieren teilen, Marco Lorenz mein Name. Ich freue mich über jedes neue Abo von euch. Und auch, wenn ihr vielleicht mich selber noch ein bisschen inspiriert, was könnten wir noch alles besser machen hier bei uns im Garten? Wo denkt ihr, guck mal, das könntest du noch mit sehen, die Sache hübsch machen und so weiter. Also, eure Ideen auch gerne im Forum oder auch gerne per Anschreiben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis morgen wieder so täglich eins aus unserem Homeoffice-Bereich. Da kam gerade Bäuche mit hoch, auf Homeoffice-Bereich. Video bearbeiten, Dokumente bearbeiten und so weiter und so fort. Ihr merkt, ich stolper nur von Arbeit, von einer Arbeit in diese Arbeit. Aber zumindest manche Arbeiten machen Spaß, manche Arbeiten machen keinen Spaß. Welche Arbeit mir Spaß macht und welche nicht, das könnt ihr selber entscheiden. Also, bis morgen wieder. So täglich eins.